So, dann kann es ja weitergehen und gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Katakombs. Alter, Bonjour, der Typ, der hier unten sitzt, das sieht ja auch witzig aus. Oh, hier kannst du ja Videospielen, ne? Schon gesehen? Ja? Nee, habe ich nicht gesehen. Wenn du... Wie ist denn da die Steuerung? Ach ja, tatsächlich. Um Gottes Willen. Warte mal, ich spiel's mal kurz ein bisschen. Episode 1, Wolfenstein. Alter, das ist ja geil. Naja, ich gehe mal raus. Aber es ist trotzdem lustig. Wie beende ich denn das Spiel Ich jetzt habe hier? keine Ahnung, ich versuch's auch gerade, ich kann nicht exiten. Ach, mit Leertaste dann. Auf Quit und dann. Q für Quit, oder? Ich bin nämlich gerade im Spiel selber drin. Ach so, ich weiß nicht, ich habe Leertaste gedrückt und dann konnte ich bestätigen. Ach, ich lass mich einfach mal umbringen, dann ist das Spiel auch vorbei. So. Stimmt. Nö, jetzt fängt er wieder von vorne an. Hey. Was denn? So. Ah, Steuerung, kommst du raus. Alles klar, Quiet. Das war ja ein Abenteuer. Ja. Jo, Alter, du musst nicht mal rein hier, kommst ja nicht mal raus. Alter, aber die Idee ist ja ganz lustig. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Du bist Ich gucke hier schon. noch ein bisschen rum. Ah, genau. Readable. Okay. Ich weiß nicht, der Typ, der mir immer die Schachfiguren gibt, der sieht mir irgendwie ein bisschen zu deutsch aus. Den traue ich irgendwie noch nicht so richtig. Der wird sich bestimmt später noch als Spion enttarnen oder so. Ja, mal gucken. Sitzt hier ein. Ah, hier ist noch überall Munition. Munition ist voll. Okay. Ja, hier gibt es auch so Questgeber. Ich lass die mal, kannst du die anquatschen? Ich komme mal zu dir. Können wir zusammen hier rumlaufen? Jo. Ach, du bist schon da. Gut. Ja, hier ist ja dieses Boot, ne? Man. Das erinnert mich so ein bisschen an hier unser. Oh Mensch, wie heißt es denn? Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Warte mal, erstmal hier Talk to. So, Enter Underground. Das erinnert mich ein bisschen an Hunt Showdown hier. Hier gibt's ja, hier gibt es ja auch noch was zum Einsammeln. Okay, Informationscomputer. So. Hast du die Questgeber hier gesehen? Da, hier, da gibt es noch einen. Okay. Aber ich hätte jetzt nur mit ihr gesprochen. Hier ist noch eine. Dimitri gibt Silent Outpost, Investigate the Outpost. So, ja. Habe ich auch angenommen.
Sehr gut. Hier ist auch noch ein. Achso, Life is maxed out. Genau. Also die Frage ist, wo müssen wir denn jetzt lang? Müssen wir jetzt hier lang? Wir können uns hier umgucken. Ich glaube, dann müssen wir wieder zur Karte oder so. Hm. Hier kann man wieder Floppies decoden. Ah, sehr gut. Ich glaube, wir haben noch welche, oder? Ja, Train Station Storage Room. Command yes, the storage room underneath. Riverside, okay. Hab ich noch eine? Nö. Nee. Das ist ja ganz schön groß hier unten. Ich war auch noch gar nicht so richtig. Okay, warte mal, geradeaus und dann links war ich noch gar nicht. Wird ja auf der Karte halt immer angezeigt, ne? Ja. Hat ja sogar einen kleinen Garten hier mit Gemüse und so. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Wie kommen wir denn jetzt zu unseren Quests? Hier ist die Karte. Vielleicht können wir nochmal Ah, hier können zurück. wir es aussuchen. Ah, okay. Hier können wir Riverside ist dann Catacombs. Little Berlin, Brother One District, Political Detention, Area 4, Victory Boulevard. Ich weiß nicht, wen wir zuerst nehmen wollen. Habe ich auch keine Ahnung. Also. Riverside ruhig nehmen, da waren wir noch nicht, ne? Können wir machen, ja. Okay. Warte mal, Wizard, this location return to engage in combat and to explore. Do you request, jo. Alles klar. Geht's jetzt los? Zack. Mal gucken, was da gibt. Bin ich auch mal gespannt, ob das überhaupt so ja, richtig war. Von der Auswahl her, aber das sehen wir ja gleich. Ich denke mal, man muss eh alle machen, oder? Oder kann alle machen? Ich habe so gedacht, dass das hier der Ausgangspunkt ist, wo wir angefangen hatten. Riverside. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Von da hier kommen wir da auch, oder? Ja. Ich glaube, ne? Müsste dann wahrscheinlich. Die, ja. Genau, von hier kommen wir. Da müssen wir wahrscheinlich die machen. Die da markiert waren, die wir noch nicht hatten. Okay, gehen wir nochmal drauf. Little Berlin waren wir noch nicht. Ja, man kann aber auch, wenn du J drückst, kannst du die Mission aussuchen, die du machen willst, und zeigt er dir, wo man lang muss. Okay. So. Jo. Nochmal E drücken hier. Okay, dann fangen wir mal mit der 8 an. Alles klar, so reach the hospital. Gott kann nicht mehr reden. Rescue Marianne. Jetzt geht's weiter. Die schon wieder überall sind, ne? Das ist ja Little Berlin.
Hey, Jess, Soph. There's a tower gate in front of the entrance to each brother. Security there is very high, so if you feel like you want to play it safe, you should look around for another way in. Now that we're here, we should keep a lookout for the hospital where the Nazis took that Marianne lady. Yeah, let's bring her home. Ob ich den so erledigen kann, ja. Oh, da ist noch so ein fetter Hund. Oh. Scheiße. Hat er dich gesehen? Ja. Der Lump. Alter Scheiße. Da kommt ja von oben gleich noch eins. Wer angeflogen? Was war das denn? Alter, die Drohnen gehen ganz schön ab hier. Oh, the connection to Steam has been lost. Okay. Ich bin rausgeflogen und. Ach du Scheiße. Ich guck mal, aber ich kann. Ich kann joinen. Ah, okay, das ist gut. Alter. In der Zeit machst du die platt, ne? Ja, auf jeden Fall. Alter. Der eine sieht aus wie T-800 eben. Ja. Der hat mich mit so einer blöden Strahlenkanone erwischt. So, jetzt müssen wir mal gucken, von da hat er geschossen. Alter, schon wieder, was ist denn da los? Alter, warum erwischt er mich denn immer? Alter, das ist aber hier für Erwachsene. Danke. Jetzt lebst du wieder. Ja, ich muss auf jeden Fall hier. War nicht mehr lange, ey. Schon wieder am Boden. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ich komme mal zu dir. Rette mich. Der Hund hat mich auch niedergemacht. Ah. Okay. Kümmern wir uns erstmal hier um die kleinen Butchis hier. So. So, du bist wieder hinüber, ne? Nee, ich lebe noch. Alter, der Hund hat mich gerade versucht anzubrutzeln. Wo sind die jetzt hin? So, den haben wir. Ist platt, ja? Ah, sehr gut. Alter, der war aber echt übel drauf, der Typ, ne? Girls, the Nazis have scheduled a meeting at a place near your location. Go to the meeting room and put a microphone on the phone inside so we can gather some valuable intel. Good luck. Ja, danke. Können wir gebrauchen. So, wie kommen wir da jetzt hoch?
Open with Laserkraftwerk. Hast du so ein Laserkraftwerk? Nee. Okay. Ich futtere hier an der Tafel. Hm. Ich komme mal zu dir gleich. Ich will mal gucken, ob hier... Kann man da oben irgendwie... Ist da eine Kanone oder so? Was musst du openen mit Laserkraftwerk? Hier, wenn du hier rangehst, open with Laserkraftwerk. Ach so, hier links ist aber so ein Laserkraftwerk. Diese Kanone hier. Ja, genau. Aber die kann man leider nicht drehen. Okay, scheiße. Und ich kann die auch leider nicht abreißen. Ich wüsste nicht wie. Und oben sind ja auch keine auf dem Balkon oder so, ne? Ne. Okay. Oh, ich esse jetzt auch mal ein bisschen was hier. Oh, die leckeren Croissants hier. Nur das Beste. Hm. So, aber wie kriegen wir das denn? Achso, wie bist du nur geflogen? Mit T, oder? Springen. Wir können doch Double Jump machen. Stimmt, weil es ist ja so. Ja. Ah, jetzt habe ich es auch. Bei Doom kann man ja so Stöße machen, das ist ganz cool. Also Fliegerstöße. Okay, jetzt sind wir ja drin. Okay, prima. Jo. Kriegen wir noch ein schönes Leben. Oh, super. Okay, Ability Point habe ich auch wieder gekriegt. Schön. Silber. Boah, es sind jetzt wieder unten ganz viele. Oha. Scheiße, keine Granate. Na, oh, der hat gerade auf dich geschossen. Ja. Der kann nix. Nee, der Lappen. So. Oh. Oh, oh. Irgendwas hat mich angeschossen. Hm. Überall hin, das ist ja verrückt. Ja. Alter, was war das denn, ey? Ich hab den doch voll im Griff gehabt hier. Den ich hier am Boden. Genau. Dankeschön. Gerade der Typ, der kommt um die Ecke. Also. Nee, nee, nee. Das ist verrückt. Ja. Heads up. Disturbing reports coming in from multiple sources. Nazis are wantonly executing civilians in your area. Rescue as many as you can, okay? Ja, wir versuchen's. Genau. Mehr können wir nicht machen. Genau. Oh, hier ist nochmal Leben. Oh. Sehr gut, das können wir gebrauchen.
Only that he was some kind of hot shot. So, jetzt wollen wir mal schauen. Our daddy back in the 60s. Something about aliens or whatnot. Aliens? Hold on. Alter, der Nazi-Teppich hier, könnte ich ja. Darf ich da mal drauf kotzen? Just Svenny wieder hier sehr auffällig. Liege gerade, wo du bist? Ich bin oben. Oben, da musst du so eine Klappe hochspringen. Da ist denn das Ziel. Ach, hier. Hm. Aber ich liege gerade am Boden und bin gleich platt. Oh. Erinnert mich ein bisschen an Remnant, ey. Du musstest mich da auch immer retten. Ich bin. Ja, was passiert halt, ne? Ja. Oh, Alter, dich. Schon wieder. Naja. Wenn man in den Kugelhagel reinläuft, muss man sich nicht wundern. Ich krabbel mal in deine Richtung. Alter, der Hund, ey, der geht dir ab. Neben mir. Alter, hier geht's ja fett ab. Wir haben alles unter Kontrolle, ja, auf jeden Fall. Ihr habt uns da nicht kommen sehen. Kannst du den anderen noch mal hochmachen? Anderen Hebel irgendwie? Ja, ich musste nur noch ein paar Leute hier töten. Ah. Oha. Aua, ah. Wir haben jetzt Flammenwerfer, die Säcke. Ja, davon kannst du ausgehen. Das geklärt hier. Schöne Münze gefunden. So, aber was müssen wir denn jetzt hier machen? Wir sind jetzt hier vor Ort. Ich glaube, hier geht's runter. Ich glaube, da müssen wir lang gehen. Warte mal, ich komme mal zu dir. Jo, sehr gut. Oh. Ah, die müssen jetzt retten, befreien sozusagen, ne? Ich glaube. Passieren. Wie als wenn der Strom abgestellt wurde, aber ich. Ne. Es gibt ja noch einen Marker. Hm.
Der ist... Ah, Mission complete. Okay. Ich kann mal versuchen, noch zu diesem anderen Marker da zu kommen. Hm. War 90 Meter ungefähr. Nee, ist weiter. Aber sonst haben wir jetzt die Mission beendet, oder was? Hm. Stimmt da irgendwo wieder so ein richtig fetter an. Mutig genau. Mal. Ich muss hier weg, sonst habe ich ein Problem. So, erstmal Energie aufladen. Oh. Alter. Scheiße. Wie du noch? Also ich weiß überhaupt nicht. Bist so weit weg immer. Ja, ich bin auf das Ziel zugelaufen. Diese sind jetzt nur noch 90 Meter oder so. Aber da waren so viele Gegner noch zwischen dir und denen. Ja, ich weiß ja immer nicht, ob man gleich alle platt machen muss. Oh. Achso. Also von diesen Laserstrahlen haben wir sich nicht erwischen lassen. Das ist echt übel, ey. So, der ist auch platt. Wo schießt der denn hier? Schön. So. Oh! Alter, was war das denn? Was von oben, der Drohne, oder? Ja, Mann, die gehen ja echt ab. Mhm. Heftig, heftig. Boah. So. Okay. Das war schon mal gut. Mhm. Gleich wieder die Sirene anmachen hier. Junge, diese Roboter sind aber auch. Sind die übel drauf, die Jungs, ne? Ich bleib jetzt auch mal ein bisschen näher bei dir. Das macht echt Sinn, dass wir die wirklich dann auch zu zweit bekämpfen, ne? Ja, ich denke auch. So, dann können wir ja mal hochgucken, ne? Hm. Man sieht ja die Gegner auch immer auf der, auf der Map. Ja. Ich guck mal kurz hier rein, nur mal Interesse haben.
Hier gibt's nicht wirklich viel. Die spawnen die aber auch mitten im Raum, ne? Hinter einem und so einem Kram. Das ist echt blöd. Ja. So, du bist jetzt schon oben oder was? Ich habe die jetzt hier befreit. Warte mal, den habe ich befreit, habe ich. Aber die machen irgendwie nichts. Warte mal. Vielleicht noch mehr von denen, ja. Das kann sein. Hier ist nochmal eine encodete Floppy Disk. Was sagt denn das soll Missionsziel? Das zeigt, warte mal, Kyrian Rescue Operation, Action started. Okay. Weiß gar nicht, warte mal, hier sind noch. Wenn ich jetzt auf die zugehe. Level up 12. So, jetzt. Jetzt bewegen sich. Ja, haben wir geschafft. Sehr gut. Okay. Prima. Nun? Ja, und dann können wir ja theoretisch wieder zurück zur Karte, ne? Weiß ich noch, wo die ist. Ach, ich habe übrigens jetzt, weißt du noch, wo die Tür war mit dem Laser-Ding zum Öffnen? Ich habe jetzt so ein Laserteil in der Hand. Ah, cool. Ja. Gucken, ob wir da hinkommen. Die war ja. Ich kann jetzt nur nicht so schnell rennen. Ach ja, du hast ja. So viele schöne Sachen hier. Alles einsammeln. Oh Gott. Alter. Bist du hier durchs Fenster gekommen? Ah, jetzt habe ich es auch geschafft. Oh, diese Drohnen sind ja echt ätzend. Mehr du Drohne, ey. So, die ist platt. Oh, die Riesenwaffe ist jetzt weg. Scheiße. Die bleibt auf dem Boden, wenn man die runterschmeißt, aber. Schade. Naja, hätte ja sein können. Aber hier irgendwo war auch diese Tür, glaube ich. Ja, das könnte hinkommen. War irgendeine Seitengasse. Ich glaube Ach, hier. Ja, genau, hast recht. Ja. Aber ich habe jetzt die Waffe nicht mehr. Achso, Space Jumps, genau, Power Jumps. Nö. Schade, ey, das wäre super gewesen. Oh, hier gibt es überall noch was zum Einsammeln. Wir müssten ja theoretisch einfach nur wieder in diese U-Bahn-Station zurück, ne? Ich glaube. Oh, ein Leben. Oh, ich komme mal zu dir.
Ah, diese Leben sind echt Gold wert. Wollen wir es denn mal nicht schaffen, uns wieder zu beleben? Ja, stimmt. Aber irgendwie belebt ja dann nur einen wieder, glaube ich, ne? Ja, ich weiß auch nicht, wie das läuft. Ich war eigentlich immer der Meinung, dass dann... Ah, hier ist die U-Bahn-Station. Ich war mal der Meinung, dass wir beide dann irgendwie, wenn wir gestorben sind, wieder weitermachen können. So. Okay, dann müssen wir jetzt zur Karte quasi, ne? Mhm. Hier müssten wir ja alles haben, glaube ich. Ja. So, da haben wir... Also hier gibt's doch Little Brother One District. Ja dann. Ja. Aber das hat einen Totenkopf, ne? Hm. Warte mal, wir haben auch noch Chemical Warfare und auch The Silent Outpost Investigate. Also ne, man könnte jetzt entweder. Such du ruhig mal aus. Mal The Silent Outpost. Hm? Mit der kleinen Berlin, ey, komme ich ja gar nicht drüber weg. Das ist ja... Hat nicht hingehauen, oder? Doch, ich gucke mal. Ach ja, okay. Jetzt verstehe ich den ganzen Kram. Nee, dann, ich hatte dich falsch informiert, glaube ich. Wir machen erstmal den Silent Outpost. Hm? Achso. Ja. Ich finde die Auswahl auch ein bisschen kompliziert irgendwie. So. Darauf gleich mal eine Tasse Tee. Hast du den Travel Request gekriegt? Hm, warte, man muss nur akzeptieren. Hm. Oh, dann geht's ab. The Silent Outpost. Das ist jetzt immer geil, wenn die General sagen, General. Voll niedlich irgendwie so. Ja. Schade, dass ich die Sprache nicht verstehe. Wie sieht's bei dir aus mit Französisch? Kann ich überhaupt nicht. Auch nicht, ne? Gar nicht. Mhm. Ich auch nicht, also. Das ist so, ich glaube, da lerne ich eher noch Serbische. So, irgendwie für mich ein bisschen, vielleicht ein bisschen leichter noch sogar. So, Münze einsammeln. Das sieht ja nett aus hier. Ja. So habe ich die Endzeitstimmung. Ja, das war das Coole vom... Als ich Doom gezockt habe, die Geschwindigkeit halt von Wolfenstein, die ist ja so ähnlich, kannst du sagen, ne? Ja. Oh, hier unten wird's abgehen. Mhm. Ballern wir uns wieder durch. Und auch guck mal, das Motorrad hier unten mit diesem riesen Reifen. Oh. Das sieht ja lustig aus. die habe ich ja auch schon mal gesehen. Da gab es ja auch, die sitzen quasi in dem Reifen drin, ne? Und fahren. Genau. Ich kann ja mal zur Belustigung meine Granate werfen. Ja, kannst du machen. Ich gehe schon mal runter. Ach, ne. Ja.
So, jetzt werden wir mal ein bisschen aufpassen hier. Ganz schön ab da, ne? War doof. Alter. Bin ich denn gelandet, ey? Bist du reingerannt ins Gebäude, ja, ne? Ja, irgendwie schon, aber ich wollte eigentlich an dieses Gewehr oben, aber hier kommt man nicht mehr durch. Ah, scheiße. Bin schon wieder platt. Auf der Treppe erschossen. Ah, hier komme ich wieder zurück, okay. Oh, ich bin auch umgefallen. Ah. Warte, wenn wir beide wieder belebt, bestimmt. Ich werde noch sterbenderweise zu dir kriechen. Nichts mit neuer Position. Shared life lost? Warum? Müssen wir da ganz nah beieinander sein oder was? Oh, Alter! Oh. Oder bist du nochmal umgefallen gewesen? Ich bin nochmal umgefallen, aber... Ach, Shared Life Lost, weil er mich ja wiederbelebt hatte, bestimmt. Mich. Okay. Hier ist auch noch eine Kiste. Alter. Ich bin auch umgefallen. Ja, das ist nicht ohne, ne? Die ballern hier rum wie die Großen, ey. Du weißt teilweise gar nicht, wo es herkommt. Das stimmt allerdings. Okay, hier ist alles dicht. So, jetzt habe ich auch einen fetten Flammenwerfer. Jetzt geht's ab. Oh, das können sie einpacken. Aber die Dinger sind immer so schnell leer. Mhm. Ja, komm mal her hier. Reden kann jeder. Na gut. So, wo geht's denn hier weiter? Ist jetzt sogar hier hoch wahrscheinlich, ne? Ist ja wieder so ein Code-Ding. Ach, und hier ist das andere. Vielleicht kannst du an den Code-Apparat gehen. Hm. Ich komme mal zu dir. Ach, jetzt geht's los. Genau. Du musst jetzt wieder einen Code generieren, ne? Genau. Achso, hast du den gesehen? Ich bin jetzt an der Tür. Und ist den Code? 5762? Ah. Alles klar. Oh, sehr gut. Ja, das Motorrad sieht echt geil aus. Ja, das ist richtig cool. Ja. Okay, das ist hier lockt. Lasst mich durch. Ich weiß überhaupt nicht, wo es hier lang geht, aber ich gehe irgendwo lang. Oh, Köter. Ehemaliger Köter.
Da oben geht's auch lang hier ins Fenster. Mal gucken, was da ist. Boah. Ja, ich hab das auch manchmal vom Timing her, wann man abspringt, ne? Gar nicht so einfach. So. Silver Coins, Münzen. Sehr gut. Rucksack. Was haben wir hier? Münzen. So, ich gucke mal. Ich will mal schauen. Ich kann, glaube ich, wieder Punkte vergeben am Charakter, oder? Ach ja, das geht, ne? Jetzt. Ja, warte mal, wie viel haben wir denn? Muscle will ich doch gar nicht. Mind ist mir erstmal wichtig. So. 175 habe ich jetzt. Wie viel 10 habe ich noch zu vergeben? So. 9. Okay, dann können wir jetzt mal beim Muscle. Jo, jetzt habe ich erstmal alle vergeben. Ich auch. Ich habe auch ja. Den einen Perk vergeben hier mit, dass er schneller Ability Points kriegt. Ah, wo gab's das denn? Das gab's unter. Warte mal. Character, warte mal, Mind. Warte mal, war ich das unter? Jetzt mal eins zurück hier. So, First Aid, Second Aid, so Health. Armor Collector, find more enemies. Slide Dasher. Oder habe ich mich da verlesen? Warte mal. Ist ja komisch. Hä, das habe ich doch eben gelesen. Ich bin doch nicht blöd. Mind, das war klar. Second Aid. Oder kommt das hier noch, dass ich irgendwie zu weit war? Naja, weiß ich auch nicht. Ah, warte mal, was war denn das? Loaded Magazine provide you, have ammo available, ne? Komisch. Ist echt merkwürdig. Okay, ja, dann. Keine Ahnung, was da in meinem Kopf los war. Das Spiel erst. Sein können, dass es das gibt. Ja, das. Merkwürdig. Hab ich denn da gelesen, ne? So, du bist jetzt. Ich komme mal um die Ecke. Ah, da bist du. Sehr gut. Ich glaube, mit T können wir uns gegenseitig noch heilen. Ja, wir können uns auch Zeichen geben, hast du gesehen? Wenn ich T drücke, dann ist das so Daumen. So, hier, jetzt kannst du. Drück mal T. Genau, und da geht auch dein. Siehst du deine Heilung? Die geht runter und deine geht hoch, ne? Ne, beide müssten hochgehen, nein. Also meine geht gerade runter, irgendwie auf 175, 72. Ja, bei 150 ist Maximum und du kriegst dann 50 obendrauf. Ja. Ach, das ist wieder hier ganz vorne. Ja, stimmt, hier waren wir schon, ne? Was gibt's hier schon? Das ist nix. Oh, hier geht's auch hoch. Müssen wir hier überhaupt lang? Keine Ahnung. Nee, ich glaube, wir müssen nach unten, weil der hat auch das Schloss mit einem Pfeil nach unten. Ich glaube, wir müssen sogar noch einen tiefer. So. Ich glaube. Jetzt hier irgendwo noch einen tiefer.
Okay. Ich bin jetzt irgendwie hier falsch. Ich glaube, wir müssen jetzt hier mal runter. Okay. Warte mal, ich komme mal in deine Richtung wieder. Das hier ist der Anfang, ne? Da waren wir. Hier hinter dir bin ich. Ah, da genau. Jetzt müssen wir hoch. Jetzt ein. Der Anfang, ne? Ja, ich weiß gar nicht so genau. Also, clear the outpost. Achso, wir müssen die Außenposten der Nazis, 4 von 16 müssen wir halt killen. Ja, also das Viereck zeigt so nach Süden, nach unten. Oder ja. 30 Grad oder so. Genau. So, und geht's ab. Da oben sind ganz viele. Oh oh. Ganz viele ist nicht gut. Aber dann haben wir da einen Außenposten platt gemacht. Und unsere Mission weiterhin erfüllt. Oh, um den einen hast du dich schon gekümmert, ja? Warte mal, bin ich jetzt falsch? Nee. Alter, diese scheiß Hunde. In political detention area 4 has been overrun by Nazis. Some of our guys are dead. The others gone. Abster? Okay, they were likely relocated to the Gestapo's interrogation center in Little Berlin. You should get over there and investigate. Jetzt können wir investigieren. Oh. Jetzt wieder schöne Handgranaten und alles. Jo, Granaten voll. So eine Kiste. Aber da hinten gibt's noch eine Aufgabe. Einmal Search Interrogation Center und Steal Enigma Machine. Oh. Enigma war doch bei den Nazis Dekodierungsmaschine, ne? Genau. Ach, da unten bist du. Ich komm mal zu dir hier, ich bin auch da. Zeigt ja irgendwie nach da. Ach, da oben. Alles klar. Hast du gefunden? Ja, ich glaube da oben, wo du vorhin warst. Okay, warte mal. Jetzt bist du die Richtung. Ne, die Richtung muss ich. Oh, ich habe ein Floppy-Terminal gefunden.
Floppy, alles klar. Stockroom. Bist jetzt, wo ich bin, tiefer. Ja, unter dir. Ein tiefer. Springt da einfach. Ja, genau, hier sieht. Ja. Sehr gut. Ausgezeichnete Arbeit. Wunderbar. Da oben ist das. Ah, cool. Gucken, wie wir da hinkommen. Hier ist es. Das konnte man vorhin aber noch nicht nehmen, ne? Was nee. So, jetzt müssen wir das Center suchen. Ja, jetzt können wir raus, ne? Mhm. Gut, haben wir wieder was geschafft. Alter, wie der springt, der ist ein großer Meister. Oh, guck mal. Guck mal diese Säcke an, was da drauf steht. Alter. Bioabfall, ey. Widerliche. Mann, Mann, Mann. Geht das hier unten lang? Wo ging denn das nochmal lang? Ich gucke mal auf meine Karte, kann ich hier lang, ja. Auch hier hoch kann man. Genau, hier, warte mal, der muss ja hier ran, ne? Genau. Genau, ich brauche. Aber das ist, ohne Navi bist du hier aufgeschmissen. Das ist richtig. Ja, wir haben es rausgeschafft. Glaube ich, oder? Ja. Hier. Mhm. Da geht's so. Oh, sehr gut. Ui. Super. Aber er zeigt bei Little Berlin Brother One District, zeigt er immer noch was an. Ja, ich hatte mich da getäuscht. Also wenn der da hin zeigt, dass man da hin kann, dann kann man da auch hin. Also ich meine, es gibt da verschiedene Missionen da. Ah, dann nehmen wir mal Raid Mission Brother One. Ja, oder wollen wir erstmal dann jetzt einen Cut machen? Jetzt haben wir ja die Mission fertig. Ja, können wir auch machen. Um 2 Stunden voll. Machen. Dann können wir morgen vielleicht nochmal oder so. Ja, je nachdem, genau. Ob du Zeit und Lust hast. Ja, auf jeden Fall, Zeit, Lust. Könnt ihr auch morgen nochmal Hand spielen, eine Runde? Das können wir auch machen. No? Aber ich finde auch Blood-Dingens hier auch ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist gerade, weil die Geschichte halt auch, man will ja wissen, wie es weitergeht, so, ne? Ja. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.